Wie lange braucht man, um einen krassen Körper zu erreichen, Leon? Da hängt gerade einer am Seil runter. Streicht, Bruder. Schöne Grüße von meiner Community, Bruder. Wie ist schon wieder das Love, man? Beeinflussen zu lassen. Selbst Leute, die mit Social Media... Ich pump mich voll im Gym, Digga, aber brutal, Digga. Heute wird rausgerissen. Du Arschloch, Alter, geh aus jetzt. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Wie lange braucht man, um einen krassen Körper zu erreichen, Leon? Bro, das ist ein Lifestyle, Digga. Wenn du dich irgendwann dazu entscheidest, geil auszusehen, beziehungsweise wenn du dich irgendwann dazu entscheidest, den Fitness- oder den Bodybuilding-Lifestyle zu leben, dann wirst du automatisch geil aussehen. Aber Aussehen ist nur ein Nebeneffekt, Bro. Wenn du nur deswegen anfängst, dann glaube ich nicht, dass du es durchziehen wirst, bis du richtig krass aussiehst. Weil die Motivation muss da sein, dein Warum muss da sein. Und Fitness ist für mich ein Lifestyle. Du entscheidest dich, den Lifestyle bis zum Tod zu leben oder nicht, Bruder. Meiner Meinung nach. Und ich bin so ein Typ, ich würde gerne im Gym sterben jetzt mittlerweile. Das gehört für mich so krass zum Leben dazu, ich kann nicht mehr ohne. Deswegen ändere deinen Lifestyle, nimm dir das vor, für immer einen guten Körper zu haben, gesund zu sein und sportlich fit zu sein. Dann wirst du auch innerhalb von kürzester Zeit, in Anführungszeichen, nach einem Jahr schon krasse Erfolge sehen. Nach 2 noch mehr, nach 3 noch mehr, nach 4 noch mehr, 5 noch mehr und nach 10 siehst du dann so aus wie ich, Bruder. Haubentaucher, na Mann. Boah, ich küsse dein Herz, Bro. Das wäre zu geil, Digga. Leon, was sagst du zum Thema Bühne, Wettkampf, Bro? Mr. Olympia, dies, das. Ich muss sagen, ich habe mich letztens wieder... Mich motivieren die Jungs halt extrem, ne? Markus Rühl, Dennis Wolf, aber auch natürlich... Bro, Ronnie Coleman, Phil Heath, Kai Green und so. Das sind die Leute, die ich mir reinziehe zu motivieren. Fitnessmäßig so, ne? Obwohl die halt körpermäßig voll aus dem Rahmen sind. Also die sind natürlich doppelt so 3, 4, 5, 10 Mal so breit wie ich. Trotzdem motivieren die Jungs mich, trotzdem ziehe ich mir die rein. Und beim letzten Mal dachte ich mir so, Bro, ich weiß ganz genau, ne, wenn ich es oft drauf anlegen würde und mir als Aufgabe nehmen würde, bei Mr. Olympia zu sein, würde ich das schaffen. Ich könnte es schaffen. Aber dann müsste ich mir natürlich auch alles reinballern und ich wäre dann halt so ein Riesenviech, so, ne. Das will ich, glaube ich, nicht, Bro. Aber irgendwie war ich so, dieser Reiz... ist schon da und ich bin auch gerade in einem sehr guten Alter, so, ne? Aber lass mal. Lieber nicht, Bro. Ja, ja. Wie fühlst du dich mit 31? Stark. Wie 18. Quasi. Schau dir auf Emir Omeragic, Bruder. 22 Jahre Mr. Olympia geworden. In welchem Jahr, Bro? Ich kenne den. Safe. Du siehst bedrückt aus. Immer. Ich sehe immer ein bisschen bedrückt und traurig aus, Digga. Wenn ich nicht lächle. Aber ich bin eigentlich gar nicht bedrückt, Bro. Ich freue mich gerade nur aufs Training. Das Einzige, was mich bedrückt, ist die Kamera. Das Live-Sein. Spaß. Doch, nach einer gewissen Zeit immer. Also nach 1, 2 Stunden hier in der Öffentlichkeit zu sitzen, zu wissen, dass die Leute zugucken, egal wie viel es sind, natürlich bedrückt das, Bro. Man ist nicht so frei, wie wenn man nicht online ist. Ne? Deswegen wird auch die nächste Zeit doch erstmal wieder Social-Media-Pause, Bro. Keine Insta-Stories, nix. Kein Bock, Bruder. Das echte Leben ist zu geil, Bruder. Und wenn ich zu viel Stories mache, dann nehme ich das echte Leben nicht so richtig mit. Ich war letztens an einem richtig schönen Ort. Mich hat jemand entführt quasi, in Anführungszeichen. Hat mich an einen Ort hier gebracht. Hier sind gerade Algen im Meer. Alles ist voll mit Algen. Kannst nicht im Meer schwimmen. Und die hat mich an einen Ort gebracht. Da ist quasi das Meer und dann ist da vorne aber so eine kleine Lagune mit Süßwasser drin. Und das Süßwasser mixt sich nicht mit dem Salzwasser. Ist voll krass. Es bleibt einfach da drin. Obwohl es halt mit dem Salzwasser zusammenkommt, es bleibt einfach da. Und es war arschkalt und brutal schön. Da war auch noch eine Cenote. Und ich habe erstmal gar keine Stories gemacht. So. Ich habe einfach nur den Platz genossen. So. Zusammen mit der Person, die mich entführt hat, in Anführungszeichen. Und das ist viel schöner teilweise. Manchmal, wenn ich so auf Stories fokussiert bin, gehe ich irgendwo hin und das Erste, was ich mache, ist eine Story, Bruder. So, weißt du, wie ich meine? Alge. Alge. Weißt du, wie ich meine, so? Und deswegen ist es viel cooler, Mann, Alter, Dinge so zu erleben. Ich habe dann danach Stories gemacht und so.
Ja, das nimmt die Energie raus auch irgendwie so, ne? Es ist auch voll schön, Dinge mal für sich zu erleben. Und wenn du 6, 7 Jahre lang fast alles geteilt hast, immer jede Sekunde, jeden Tag den Leuten gezeigt hast, ey, ich bin heute im Training, dann gehe ich dahin, dann mache ich dies, dann mache ich das. Bro, dann fühlt sich das erstmal komisch an, Dinge zu erleben, ohne die mit der Öffentlichkeit zu teilen, so. Das fühlt sich dann nicht komplett an, obwohl es eigentlich, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt schon krank, Bruder. Also die Pause, die ich mir genommen habe, bevor ich die erste Single rausgehauen habe, die hat mir das alles richtig krass bewusst gemacht, wie krass ich auch in diesem Social-Media-Ding auch teilweise gefangen war, so, ne? Natürlich, du merkst halt, dann machst du 3 Tage keine Stories oder machst nicht mehr diese Stories, die halt, wo halt jeder genau mitverfolgen kann, was du jede Sekunde machst, gehen die Views auch runter, aber scheiß drauf, Bro. Ja, Digga, dieses Offline-Leben ist sowieso für voll viele Menschen mittlerweile schwer, Digga. Also es gibt kaum Leute, die so das komplette Offline-Leben leben, ohne sich von online beeinflussen zu lassen. Selbst Leute, die mit Social Media... Scherben bringen Glück, Bruder. Selbst Leute, die mit Social Media nichts zu tun haben, lassen sich von Social Media beeinflussen, Bro. Weißt du? Kriegen weniger Likes auf dem Foto und deren Tag ist auf einmal scheiße. Oder das Training läuft dann nicht so geil, weil sie sich darüber Gedanken machen, Bruder. Weiß ich, meine? Bro, schon mal Social Media Detox gemacht? Ja, ja, wo ich zurückgekommen bin. 10 Tage oder so ein Shit. Wo bist du gerade und wie sieht die Zukunft aus? Ich bin gerade in Tulum, Mexiko. Da hängt gerade einer am Seil runter und streicht, Bruder. Ich kann den euch sogar zeigen, glaube ich. Schöne Grüße von meiner Community, Bruder. Wie ist das Love, man? Auf jeden Fall... Der Bruder hängt im Seil hin, man. Auf jeden Fall, keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, Bruder. Weiß ich nicht, Bro. Ich weiß nicht mal, was morgen ist, Bruder. Sag ich dir ehrlich. Kann sein, dass ich morgen auf einmal in einer anderen Stadt in Mexiko lebe, weil die Umstände sich so ergeben haben. Kann auch sein, dass ich morgen auf einmal in Asien irgendwo bin, Digga. Oder in Afrika, Bro. I don't know. Also ich mache mich halt immer freier, ne? Umso länger ich hier bin, umso mehr ich meinen Kopf aus Deutschland rausbekomme, mein Leben aus Deutschland rausbekomme, so, umso mehr werde ich in die Welt gehen, Bruder. Und so schnell wird es mich auch nicht mehr zurückziehen, falls das deine Frage war. Morgen ist Dienstag, Bruder. Da haben wir doch die Antwort. Wie sieht die Zukunft aus? Morgen ist Dienstag, Bro. Leon, ich schwöre dir, wenn ich riesen Reichweite hätte auf Twitch oder so, würde ich dich immer raiden und schauen, dass du wieder krassen Support bekommst. Ich küsse dein Herz, Bro. Allein die Intention ist doch süß, Bruder. Ich war auf Twitch halt noch nie groß, ne? Darf man nicht vergessen. Ich war ja hier noch nie groß. Ich habe mir noch nie die fette Reichweite aufgebaut. Kleine Kern-Community. Und die sehe ich halt im Chat, Bro. Macht Spaß, Digga. Manchmal. Yeah. Auf jeden Fall, wir sehen uns, Freunde. Ich gehe jetzt ins Gym. Bionic, dabei ist alles. Wald, dabei ist alles. Weil wir sind ja schon dabei. Weil wir sind ja schon dabei. Weil wir sind ja schon dabei. Bicho. 1000 Zuschauer, Bruder. Aiwa. Du hast 100 Zuschauer. Schnitt ist doch mega. Bro, ich bin zufrieden mit jedem Einzelnen, der hier zuguckt. Ich bin jetzt schon seit wie lange am Stream? Ich meine, letzten Monat oder die letzten 2 Monate habe ich wirklich durchgezogen. Ich war bestimmt jeden zweiten, dritten Tag online so. Und ich mache das auch unabhängig davon. Ich gucke gar nicht auf die Zuschauer. Auf jeden Fall, Freunde, schreibt nochmal ein Herz in die Kommentare rein. Jeder, der hier heute da ist, soll einmal sich bemerkbar machen, nochmal im Chat. Ich will mal sehen, wer sich da alles so versteckt im Chat. Und ja, Mann, ich pump mich voll im Gym, Digga, aber brutal, Digga. Heute wird ausgerastet, Bruder. Ich schwör's dir, Digga. Du Arschloch, Alter, geh aus jetzt. Ich küsse euer Herz, Freunde. Be unique. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Man sieht keine Nippel, das sind Tattoos, Bro. Oh shit, H.H. Robin, für den 2. Monat am Start. Ich küsse dein Herz, Bruder. Peace. Sie tanzt in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei?